Hey Bounty hier, ich bin online in Elion und zwar mit meinem Assassin. Der ist gerade immer noch Level 37, ich bin fast 38. Mit meinem Elementor bin ich ungefähr Level 31 mittlerweile. Es gibt ein paar Neuigkeiten über dieses Game und auch ein paar Items, die ich gerne zeigen würde, weil ich habe schon recht lang gespielt. Ich muss auch sagen, nach Level 35 dauert es übelst lange hoch zu leveln. Ich glaube, Grund dafür ist, weil eben Max Level 50 ist. Aber als erstes muss ich mal zeigen, mein Outfit. Das ist ein School Item, eben Outfit. Man bekommt es ingame mit 1400 Punkten. Kann man sich dann das kaufen. Finde ich ganz okay. Hat zwar jetzt nicht viel mit dem Game zu tun, weil, keine Ahnung, das passt eigentlich nicht so zu einem Assassin. Aber trotzdem, Outfits sind schon ein bisschen wichtig. Vor allem meine Sword ist richtig nice. Als nächstes wollte ich auf jeden Fall noch zeigen meine ganzen Reittiere. Vor allem das hier. Dieses Pferd kann man kaufen beim NPC, kostet 150.000 Gold. Ich habe sehr viel Gold gesammelt mittlerweile. Auch sehr nice. Dann gibt es noch in verschiedenen Farben. Der ist auch ganz schön. Dann gibt es noch den Löwen habe ich noch. Ist auch lustig, so einen Löwen zu reiten. Und dann, ich glaube, ich habe den noch in einer anderen Farbe. Ja. Also die Pferde habe ich in drei Farben. Und auch im Item Shop, da gibt es ein Pferd, das mir sogar richtig gut gefallen hat. Und zwar der hier. Das ist komplett unrealistisch, aber sieht richtig gut aus. Auch zu den ganzen Outfits. Ich kann mal hier zeigen. Das war bei Loyalty. Da. Da habe ich ein School Outfit. Jetzt habe ich nur noch 300 Token. Der Grund auch, warum ich überhaupt noch Elion spiele, ist, weil mir das Game ja sehr gefällt. Es ist sehr PvP-lastig. Das, was ich gerade mache, ist eigentlich so komplett nebensächlich. Das macht man vielleicht so zwischendurch, wenn man mal nicht was anderes zu tun hat, dann macht man diese Questies. Nice, ich bin schon fertig. Was ich heute auf jeden Fall ansprechen wollte, ist, dass in Elion bald die Server zusammengelegt werden, also Server-Merge. Am Anfang, ich erinnere mich noch, da habe ich extra einen Char gemacht, weil ja die Wartezeiten so 2-3 Minuten waren, um in die Server reinzukommen. Und mittlerweile sind irgendwie die Spielerzahlen sehr weit gesunken, dass die eben die Server zusammenbringen wollen. Ich glaube, alle drei auf einmal. Außerdem kommt eine neue Klasse in dieses Game. Und zwar die Archer Class. Ich glaube, die wird sehr interessant sein, weil die Klasse wird die größte Range haben von allen Klassen. Sogar größere Range als im Elementor. Und ich glaube, das wird schon richtig krass. Vor allem, wenn man auch mal überlegt, wie OP Slayer und so sind. Ich glaube, auf Range kann man da schon dann was erreichen. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch in den Newsletter eingetragen, weil dann bekommt man eine Bow plus 8 und man bekommt noch so ein Pfeilrucksack. Habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Aber ja, man bekommt die zwei Items. Die sind auch schön geupgradet.
Einmal da. Ich werde angegriffen von Skorpion, okay. Einmal da. Ich hoffe mal, euch. Ja, ich glaube. Nee. Ich glaube, das reicht ernsthaft noch nicht. Ich kriege jetzt vielleicht so 1% XP. So. Und jetzt? Was habe ich gesagt? Mir fehlen noch 1%. Nee. 0,6% fehlen mir noch. Das ist die einzige Aufgabe, die ich noch machen kann. Am besten kill ich einfach Monster. Ich glaube, das sollte jetzt am schnellsten gehen. Ups. Ja, ja. Ich muss noch 3 Monster killen. Do not satisfy the conditions. Boah, endlich. Endlich. Ohne Spaß, das hat echt ein bisschen lange gedauert. Habe ich auch einen neuen Skill bekommen? Death Stance. Was ist das denn? Ein Beyblade-Skin wahrscheinlich. Ich muss mal kurz schauen. Ich krieg noch Attendance, oder? Mhm. Das machen wir nachher. Was ist denn das für ein Skill? Hä? Ay, lol. Ich muss die Taste festhalten. Aber... ohne Spaß, ich bin Beyblade. Okay, sehr nice. Es gefällt mir auf jeden Fall. Der Damage summiert sich eben. Also man macht nicht Main ganz viel Damage, sondern man muss öfters sich drehen. Ist okay. Aber ich glaube, das reicht erstmal soweit. Ich habe meine ganzen Pets gezeigt, also Reitpferde. Mein neues Outfit. Und ich hoffe mal, die Archer-Klasse macht mir dann so sehr Spaß, dass ich dann wieder ein Video daraus machen kann. Und ja.